Hallo du, na, ich hoffe, es geht dir gut und du kannst dich auf ein neues Thema einlassen, und zwar den Jahresabschluss. Ich habe dieses Thema in mehrere kleine Teilvideos zerlegt. Wir beginnen mit dem Abschluss der Erfolgskonten. Die Erfolgskonten, du erinnerst dich hoffentlich, sind alle Aufwands- und Ertragskonten. Beim Jahresabschluss gibt es eine bestimmte Reihenfolge. Diese Reihenfolge muss immer eingehalten werden. Und beginnt immer mit eben genau dem Punkt, den wir jetzt in diesem Video besprechen, mit dem Abschluss der Erfolgskonten, also allen Aufwands- und Ertragskonten. Diese Konten werden abgeschlossen auf ein bestimmtes neues Konto, und zwar auf das sogenannte Gewinn- und Verlustkonto. Das ist dann auch der nächste Schritt. Es geht dann im Anschluss um den Abschluss des Gewinn- und Verlustkontos. Wenn dieses Konto abgeschlossen ist, bleiben am Ende nur noch die Bestandskonten übrig. Und die werden im letzten Schritt abgeschlossen. Und dann ist der Jahresabschluss, nachdem man dann noch die Schlussbilanz erstellt hat, erledigt. Diese Reihenfolge bleibt immer gleich. Und wir beginnen in diesem Video mit dem Abschluss der Erfolgskonten. Dafür verwenden wir zwei Beispiele. Und zwar habe ich dir hier das Konto AWR, also Aufwendungen für Rohstoffe, und das Konto UEFE, Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse, abgebildet. Hier sind beliebige Eintragungen getätigt worden über das laufende Jahr hinweg. Und jetzt am Stichtag, also meistens am 31.12., beginnen wir mit dem Jahresabschluss. Dafür brauchen wir ein neues Konto. Und zwar ist das das Gewinn- und Verlustkonto. Dieses Gewinn- und Verlustkonto nimmt die Aufwandskonten und die Ertragskonten auf. Was bedeutet das genau? Es wird das Konto Aufwendungen für Rohstoffe und alle anderen Aufwandskonten werden auf der Sollseite des Gewinn- und Verlustkontos auftauchen, und alle Ertragskonten, gut, bisher kennst du nur ein einziges, nämlich das hier, Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse, das wird auf der Habenseite des GUV-Kontos auftauchen. Wie genau das funktioniert, schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Der Abschluss eines T-Kontos hat immer genau eine bestimmte Reihenfolge und funktioniert immer so. Und das ist jetzt auch egal, ob das Aufwandskonten, Ertragskonten oder später auch aktive oder passive Bestandskonten sind. Das funktioniert immer gleich. Der Abschluss eines T-Kontos erfolgt immer, und wir schauen uns das jetzt beim Konto AWR mal genauer an, immer in derselben Reihenfolge, und wir beginnen immer, indem wir uns überlegen, welche Kontenseite ist denn die wertmäßig größere? Bei diesem Beispielkonto AWR ist es relativ leicht zu sehen. Ihr habt nämlich nur Eintragungen auf der Sollseite. So, das heißt, insgesamt ist die Sollseite also wesentlich größer als die Habenseite. Wenn man sich das überlegt hat, und es ist ja hier, wie gesagt, relativ leicht zu sehen, dann ist der nächste Schritt, dass man erstmal unter dieses Konto die Summenstriche zieht. Diese Summenstriche, die kommen euch noch bekannt vor, die kennt ihr bereits aus der Bilanz. Diese Summenstriche trägt man hier ein, und dann anschließend nach den Summenstrichen beschäftigt man sich wieder mit den Summen der einzelnen Beträge. Man berechnet die Kontensumme. Die Kontensumme lässt sich in diesem Beispiel relativ einfach berechnen. Wir haben 4.100 Euro und 350 Euro. Diese Kontensumme gemeinsam ergibt 4.450 Euro. Nachdem man diese Kontensumme berechnet hat, trägt man sie auch ein. Und diese Kontensumme trägt man nicht nur auf der einen Seite ein, auf der Sollseite, auf der sie auch tatsächlich zustande kommt, sondern man trägt die Kontensumme auf beiden Seiten ein. Denn auch hier gilt ja immer der Grundsatz, Soll- und Habenseite sind gleich groß. Nachdem diese beiden Kontensummen ermittelt sind und eingetragen wurden, kommt als nächstes der erste richtige Rechenschritt normalerweise in den Konten, der auch hier relativ einfach geht. Und zwar geht es darum, einen Saldo zu ermitteln und einzutragen. Ein Saldo, was ist das genau? Ein Saldo, das ist der Unterschied zwischen den beiden Kontenseiten. Also das heißt, auf der Sollseite hat man einen bestimmten Betrag, auf der Habenseite hat man einen Betrag, und die Differenz zwischen beiden Summen, die ergibt insgesamt den sogenannten Saldo. Hier in unserem Beispiel ist das relativ leicht zu ermitteln. Auf der Sollseite haben wir insgesamt 4.450 Euro, auf der Habenseite 0 insgesamt. Das bedeutet, mein Saldo ist genauso groß wie die Kontensumme, und zwar 4.450 Euro, und dann trage ich ihn auf der Habenseite ein. Warum auf der Habenseite?
Ihr denkt bitte wieder an unseren Grundsatz soll an haben und dass soll und haben Seite auch in Konten am Ende immer gleich groß sein müssen. Das bedeutet, die 4.450 Euro trage ich deshalb auf haben ein, damit die Kontenseiten insgesamt ausgeglichen sind. Ich habe ja unten eine Kontensumme eingetragen von 4.450 Euro und damit die auch stimmt, muss der Betrag eben hier oben eingetragen werden. So ist dieser Betrag eingetragen, dann muss ich als nächstes, so wie bei jedem anderen Konteneintrag auch, das Gegenkonto eintragen. Warum habe ich hier das groß geschrieben? Weil es erstmal nach wie vor im Konto AWR auftaucht, dass ich das Gegenkonto eintrage und das ist in diesem Fall unser neues Konto GUV, denn dorthin muss es abgeschlossen werden. Dieses GUV als Gegenkonto habe ich nun eingetragen und jetzt ist der nächste Schritt, dass ich nicht das Gegenkonto eintrage, sondern wie bei jeder anderen Buchung auch im Gegenkonto meine Eintragung vornehme. Und ihr seht schon, die Eintragung findet jetzt folgendermaßen statt. Ich habe auf dem AWR-Konto, habe ich im Haben bereits eine Buchung vorgenommen. Also gibt es unsere Buchführungslogik so vor, dass auf der Soll-Seite im GUV-Konto der Eintrag auch wieder auftauchen muss. Ihr denkt dran, Soll an Haben, der wichtigste Grundsatz bei uns in BWR überhaupt. Und dementsprechend habe ich den Konteneintrag, den entsprechenden, hier auf der Soll-Seite mit AWR als Gegenkonto und natürlich demselben Betrag 4.450 Euro. Wenn das passiert ist, kommt zum Schluss noch die sogenannten Abschlussstriche und die Buchhalternase, auch die kennt ihr schon aus der Bilanz. Und wenn ich diese eingetragen habe und auch die Buchhalternase erfasst habe, dann ist mein Konto abgeschlossen. So nennt man das. Das Ganze war jetzt relativ kleinschrittig und ausführlich. Wir machen diesen gesamten Ablauf jetzt noch ein weiteres Mal für das Konto Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse. Diesmal etwas zügiger. So, schaut euch nun dieses Beispiel an. Auf dem Konto UEFE überlege ich mir auch erst wieder, welche Kontenseite ist denn größer? Auch das ist relativ eindeutig, 8.200 Euro nur auf der Habenseite, also ist das entsprechend auch meine wertmäßig größere Seite. Ich ziehe anschließend die Summenstriche und nachdem ich die Summenstriche gezogen habe und für mich berechnet habe, das ist relativ einfach hier in dem Fall, es gibt nichts zu berechnen, schreibe ich die Kontensumme auf, 8.200 Euro und wieder nicht nur auf einer Seite, sondern auf beiden. Auch hier ist die Berechnung des Saldos relativ einfach. Auf der Sollseite steht nämlich auch wieder nichts. Das heißt, mein Saldo beträgt 8.200 Euro, den ich hier eintrage. Nach der Eintragung des Saldos kommt das Gegenkonto, auch hier wieder GUV, denn beide Kontenarten, Aufwandskonten und Ertragskonten, werden auf das Gewinn- und Verlustkonto abgeschlossen. Und wenn ich dieses Gegenkonto eingetragen habe, kommt anschließend wieder der Eintrag auf dem jeweiligen Konto, nämlich auf dem Konto Gewinn und Verlust. Da ich bisher auf dem Konto UEFE jetzt hier im Soll gebucht habe, muss jetzt automatisch unsere Gegenbuchung auf der Habenseite des Gewinn- und Verlustkontos stattfinden. Hier werden die 8.200 Euro eingetragen und auch das Gegenkonto UEFE Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse. Jetzt seht ihr auch, warum auf der Soll-Seite alle Aufwandskonten auftauchen und auf der Habenseite des Gewinn- und Verlustkontos alle Ertragskonten. Das ergibt sich genau aus dieser Situation. Gut, und wenn am Ende dann wieder die entsprechenden Abschlussstriche gezogen sind, dann ist auch hier beim Konto UEFE der Abschluss des Kontos gelungen. Nun schauen wir uns aber noch an, was es mit Buchungssätzen auf sich hat. Die haben wir bisher völlig rausgelassen. Die müssen wir aber jetzt auch noch erstellen. Und das geht aber ja relativ einfach. Für unser Beispiel hier, wir schauen es uns wieder ganz genau an, haben wir den ersten Konteneintrag gehabt, der auf AWR und GUV stattgefunden hat. Und wir schauen uns jetzt an, wo auf welcher Kontenseite, in welchem Konto jeweils was passiert ist. Im Konto GUV wurde auf der Soll-Seite eine Buchung vorgenommen und im Konto AWR auf der Haben-Seite. Dementsprechend lautet mein Buchungssatz dann Soll an Haben, GUV 4.450 Euro an AWR 4.450 Euro. Für die zweite Buchung
UEFE und GUV waren betroffen. Da sieht das Ganze jetzt genau andersrum aus. Das Konto UEFE ist im Soll betroffen worden und das Konto GUV auf der Habenseite. Dementsprechend haben wir hier einen Buchungssatz UEFE an GUV. So, das waren die zwei Buchungssätze für unser Beispiel hier. Generell lässt sich aber festhalten, für alle Abschlüsse von Erfolgskonten lauten die Buchungssätze immer GUV an Aufwandskonto oder Ertragskonto an GUV. So, und mit diesen beiden Buchungssätzen lasse ich euch hier schon mit diesem Video alleine. Ihr könnt es gerne noch einmal anschauen, gerne an den entsprechenden Stellen nochmal stoppen oder zurückspulen. Die nächsten Videos werden folgen. Ihr denkt an die Reihenfolge. Wir haben uns jetzt hier beschäftigt mit dem Abschluss der Erfolgskonten. Im Anschluss daran werden wir nun das Gewinn- und Verlustkonto abschließen und dann zum Schluss kommen noch die Abschlüsse der Bestandskonten dran. Aber das jeweils in einzelnen Videos. Macht's gut, bis dann.